Kann sein, dass er nächste Saison noch auf einer Bank sitzt, im Park oder so, aber es sieht im Moment nicht danach aus, dass es die Leverkusener Trainerbank sein wird, auch wenn das heute klappt mit dem Minimalziel Champions League Qualifikation gegen den VfL Bochum. Berti hat keinen Kredit mehr bei seinen Vorgesetzten. Da ist mir ganz egal, ob der liebe Gott, der Berti Vogt, der Teufel oder Sie auf der Bank sitzen. Das ist so uninteressant, als wenn es Ihnen einen Kreis umgibt. Da sitzt er bedröppelt daneben der Berti und ich denke, der Fachausdruck für das, was wir gerade gesehen haben, lautet Demontage. Und ich persönlich finde, eine scheibchenweise Entlassung hat auch Berti Vogt mit Sicherheit nicht verdient. Markus Höhner, bitte. Also, wohl zum letzten Mal Berti Vogt als Cheftrainer an der Linie. Auch wenn er nimmer müde verkündet, er amüsiere sich über alle Diskussionen und säße zum Start der neuen Saison wieder auf der Bayerbank. Gibt's heute das kleine Happy End einer völlig verkorksten Saison? Ein Sieg und die schwarz-roten Leverkusener sind drin in der Quali für die Champions League. Vogt brachte drei Spitzi mit Rink, mit ihm, mit Neuville und mit Kirsten. Rufen Schröder gerade noch dazwischen in der 8. Minute. Kirsten und Co. begannen stürmisch. Der nächste Anlauf. Leverkusen von Beginn an überlegen. Wen wundert's? Die müssen. Michael Ballack schön in die Gasse auf Plazente. Plazente und Kirsten. Hadernd schaute er Richtung Plazente, doch der hatte eigentlich alles richtig gemacht. Trotzdem motzte Ulf zunächst. Ballacks Klassepass und dann Plazente perfekt quergelegt. Kirsten hätte durchstarten müssen. Ab Sommer in Leverkusen und heute bei Bochum nur auf der Bank. Yildiray war nicht dabei. Waschtürk bat darum, nur zuzuschauen und sah seine Noch-Kollegen nach rund 20 Minuten erstmals im Vorwärtsgang. Thomas Stickroth, heute Libero. Stickroth weit auf Kolding. Sören Kolding fasst das 0:1 und prompt fluchten die Fans Richtung Berti. Kurz darauf wieder Leverkusen. Der Druck wurde größer. Bloß nicht schon wieder ein verpatztes Saisonfinale. Die müssen gewinnen. Diego Plazente. Neuville. Kirsten. Neuville. So einfach geht's. 1-0, 21. für Neuville war Saisontreffer Nummer 15. So viele Tore hat er in einer Saison noch nie erzielt. Mit einem prima Doppelpass hebelten sie Bochums Abwehr aus. Der Treffer lebte von Neuvilles Dynamik. Zwischen den lautstarken Berti rausrufen und dem erlösenden 1:0 vergingen keine 2 Sekunden. Also nochmal die gleichen Fans von eben, nur jetzt ein Stückchen länger. So schnell kann's gehen. Erst die Frustrufe und dann der Torschrei Berti Vogt. Er glaubt ja weiter, dass er in Leverkusen bleiben wird. Er habe ja schließlich schon seinen neuen Clubanzug. Den dürfte er wohl auch behalten, wenn Topmöller statt seiner käme. Dem langen Lulatsch wird das Ding nicht passen. Leverkusen nach der Führung lockerer. Die Gastgeber legten nach. Das ist Paulo Rink. Paulo Rink van Deunhoven verhinderte das 2:0 kurz vor dem Pausenpfiff. Halbzeit 1:0, hauchdünn die Führung. Bei Kalmund zappelten die Nerven. Und dazu hatte er auch allen Grund. Die 48. Minute, Freistoß Bochum. Soran Mamic, völlig frei, vergab er die Riesenchance zum Ausgleich. Weiter geht's auf der anderen Seite. Ecke Leverkusen, Neuville. Das zweite Tor wäre die Erlösung. Nochmal Neuville. Neuville, Ballack und Kirsten, selbst zu zweit bekamen sie das Ding nicht rein in der 61. Minute.
Dann Bochum mit Stickroth. Stickroth, Ballverlust gegen Bredaric. Neuville gegen Van Deunhoven. Der holte die Sense raus. Eine ganz klare Angelegenheit. Schiedsrichter Weiner hatte nur eine Wahl. Rot für Bochums Torhüter. Er kam zu spät gegen den schnellen Oliver Neuville. Dazu gab es Freistoß, denn das Foul war eindeutig außerhalb. Der junge Vander kam als neuer Torwart. Mabic ging für ihn raus. Leverkusen also nun mit einem Mann mehr. Leverkusen in Führung. Und trotzdem kamen plötzlich die Weißen. Das ist Schreiber. Schreiber und Drinčić, Juric. Toll gehalten. Bei Bayer flatterten die Nerven. Berti Vogts, vielleicht sein letztes Spiel. Rolf Schafstall, ganz sicher sein letztes Spiel. Nach ihm kommt Bernhard Dietz. Noch 5 Minuten. Leverkusen immer verkrampfter. Bochum immer mutiger. Schreiber gegen Zivkovic. Kein Foul. Schreiber. Und Drinčić. Wieder verhinderte Juric den Ausgleich. Am seidenen Fädchen zappelte Leverkusen Sieg. Hektik an der Linie. Bei beiden Teams das Auswechselkontingent erschöpft. Bei beiden danach aber noch ein Mann verletzt. Also die Schlussphase mit 10 Leverkusenern gegen 9 Bochumer. Und es gab nochmal Freistoß für den VfL. Die 88. Minute. Stickroth und Juric. Das war's. 1:0 der Endstand in der Bayer Arena. Mit großem Glück rettete Bayer Leverkusen den Sieg und ist damit tatsächlich in der Qualifikation für die Champions League. Er hat nun wenigstens das Minimalziel erreicht, aber wie geht es weiter mit Berti? Dirk Froberg hörte sich um. Ich bin da stark genug, ich bin mit in der Planung, ich habe dem Verein eine Liste vor einigen Monaten abgegeben, gewisse Spieler zu verpflichten. Das ist eingetreten. Das Drumherum ist uns eigentlich relativ egal. Man muss bloß wissen, dass ein Trainer da ist, dass er das Sagen hat und alles andere muss die Mannschaft richten. Also es könnte auch in der Konstellation weitergehen. Sicher könnte es auch so weitergehen, aber ich habe ja da nicht die Verantwortung. Wir müssen sehen, wie es weitergeht. Keine Ahnung. Ich will auch nicht verhehlen, dass es sicher Probleme und atmosphärische Störungen gab innerhalb der Mannschaft, innerhalb des Trainerteams oder untereinander, aber wie gesagt, das möchte ich jetzt nicht vorgreifen, das werden wir alles mit Ruhe analysieren. Die Mannschaft verschwand grußlos in der Kabine, das ärgerte die Fans, aber es gibt ja noch den Kalli. Lange nach dem Spiel ging er zum Anhang. Kallmund muss bei Bayer wirklich alles machen. Und wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe, dann gab es heute keine Rückendeckung für Berti Vogts. Weder von den Spielern noch von Rainer Kallmund. Leverkusen hat das Minimalziel geschafft, den Champions League Qualifikationsplatz, ein albern langes Wort. Und wir gucken jetzt nochmal, wer wo gelandet ist, damit keiner den Überblick verliert. Und gucken uns an, wie das aussieht in der Tabelle in Sachen Champions League und UEFA Cup. Also Dortmund und Leverkusen auf den Qualifikationsplätzen und Hertha und Freiburg auf den UEFA Cup Plätzen. Das kann man jetzt so oder so sehen, ob man sich darüber freut oder nicht. Bei Hertha hat sich einer nicht so richtig gefreut. Und das war